Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Fallout 3. Das letzte Mal haben wir das Freiluftkino erfolglos, sollte man anmerken, untersucht bezüglich der Familie. Und jetzt als einziger eigentlich noch verbleibender Ort ist diese Metrostation da hinten. Weil hier ist noch Hamiltons Schlupfwinkel, den hatten wir aber schon untersucht wegen dem Waffenlager, was wir da gefunden haben. So. Man muss dazu sagen, ich habe die nächsten vielleicht 15 Minuten oder so schon gespielt, also vor kurzem. Dann ist das Spiel allerdings abgeschmiert und die Aufnahme war nicht zu gebrauchen. Meistens kann man die Aufnahme retten, wenn es abschmiert, aber diesmal war es irgendwie... Also normalerweise ist das Spiel, wenn es abstürzt, ist es halt... Es friert ein und ich muss es per Task Manager töten und dann ist die Videodatei zwar abgeschnitten irgendwo und ich habe auch so 3-4 Sekunden meistens, die noch Audio da sind, aber kein Video mehr. Die fallen dann halt weg. Das geht aber problemlos. Aber das Spiel schmiert ganz selten auch mal ab, sodass es halt irgendwie keine Rückmeldung mehr gibt und dann kriege ich dieses schöne kringelnde Windows-Symbol und dann schließt es sich halt von selber so Fallout 3.exe has stopped working and needs to be shut down oder sowas in die Richtung. In dem Fall ist die Aufnahme meistens kaputt und ja. So, ich weiß jedenfalls, dass ich hier in den Lebensmittelladen kann. Ich weiß, hier sind Kakerlaken. So, Radio aus, Zigaretten mitnehmen. Ist der Hilfekasten mitnehmen. Hier kann ich hacken. Ich versuche wiederum... Ceiling. Gut, damit habe ich alle ING-Wörter ausgeschlossen. Beneath könnte es sein. Gut, Beneath hat 3 von 7, das ist gut. Quality fällt aus. Hearted dann auch, ne? Ja. Stating kann es nicht sein. Granite. Nein, Sending kann es auch nicht sein, wegen ING. Messiah hat, glaube ich, hat nur 2 mit Beneath gemeinsam. Kann es also nicht sein. Section. Auch nicht. Melting nicht. Penalty. Penalty müsste es sein. Ja, sehr schön. Ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen langweilig ist, das Hacken, aber... Ich will den Safe hier sowieso von Hand knacken. Ich hätte halt jetzt das gehackte Terminal benutzen können, um den Safe aufzumachen. Aber so kriege ich doppelt, also kriege ich halt die Erfahrung sowohl fürs Hacken als auch fürs Schloss aufknacken. So, Zuckerbomben nehme ich mit. Das war Abraxo-Putzmittel, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Schaden tut's nicht, hier war noch etwas Nuka-Cola. Allgemein war aber nicht sehr viel in diesem Laden. Das Putzmittel hat auch seinen Zweck für irgendwas, also falls ihr euch damit auskennt, man kann ja Putzmittel bestimmte Sorten auch benutzen. Aha, die sind also auch wieder da. Ja, so Putzmittel ist halt wegen seinen Inhaltsstoffen kann man das auf bestimmte Arten, mehr sage ich dazu nicht, zu zum Beispiel zu Sprengstoff verarbeiten und so. Aha! Schau an, wie diesen Er reagiert schon wieder nicht, wenn ich klicke. Das ist manchmal etwas unangenehm. So, das... Also es ist wirklich... Ich drücke halt die ganze Zeit und es passiert nichts. Das ist... unvorteilhaft. Gut. Ich futter hier erstmal... irgendwelches Fleisch, was halt so noch rumliegt zum Heilen. Damit bin ich nämlich auch schon wieder fast voll. Gut, was ist denn meine Trefferchance? 50%. Na, das nehme ich. Kill sie alle! Wie überlebt man das? Also ich meine, ich frage mich manchmal. Okay. Und die Richtung irgendwo ist noch ein Gegner.
So, und hier habe ich auch erst einen. Ich habe da erst... Achso, ich habe schon zwei getötet, okay. Ich dachte, es fehlt noch einer. Na gut. Aber die waren das letzte Mal auch da. Ich hatte schon gedacht, dass, weil das ja Zufallsbegegnungen sind, die diesmal vielleicht nicht auftauchen würden, aber sind sie. Gut, warum ich die Rüstung mitgenommen habe, ist klar, ich möchte meine reparieren. Ich kann ja jetzt auf 100% das Zeug reparieren. Sie haben auch andere Ausrüstung als letztes Mal dabei. Ich hatte letztes Mal zwei chinesische Sturmgewehre. Ja gut. Ich kann es halt nicht ändern, wenn das Spiel abschmiert und die Aufnahme sonst los ist. So muss ich halt nochmal spielen. So, hier unten ist jetzt jedenfalls der... ja, der Ort, den ich suche, es ist halt jetzt weniger blind als sonst schon mal. Sonst ist es ja doch relativ... Wow. Drei Schüsse. Das war schlecht. Gut, das waren immerhin nur zwei. Okay, oh gut, da ist auch noch ein Gegner, aber erstmal heile ich mich. Ach genau, hier war das Waschbecken voll mit Splittergranaten. Schluff, 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 schluff. So. Jawohl. In der Luft erwischt. Das war doch fast schon Skill. So, sonst war hier allerdings in den Toiletten auch nichts. Hier ist noch der Verkaufsautomat. Hat auch nur zwei Nuka-Cola. Das letzte Mal hat er, glaube ich, auch nur zwei gehabt oder vielleicht drei. Aber auch keine Quantum. Also von daher muss mich das jetzt nicht allzu sehr frustrieren. So, hier unten kommt gleich erstmal ein interessantes Gespräch. Sie sind nicht hier, um meine Geheimnisse zu klauen, oder? Ich will doch keine Geheimnisse klauen. Gut, ich hatte schon Angst, mein Labor hier zurücklassen zu müssen. Ich hätte wieder ganz von vorn anfangen müssen. Es ist nicht einfach, Ultrajet herzustellen. Ultrajet? Ist das so eine Art Superarznei? So könnte man das wohl ausdrücken. Ultrajet hat fast doppelt so viel Potenzial wie Jet. Perfekt für Ghule. Jet hat bei uns fast keine Wirkung. Das einzige Problem ist, dass es fast unmöglich ist, alle Zutaten aufzutreiben. Ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Ja klar, was darf's denn sein? Für einen Ultrajet braucht man drei Dinge. Von zwei der Zutaten habe ich reichlich. Die andere ist schwieriger zu finden. Zuckerbomben. Ich destilliere es bis auf die grundlegenden Inhaltsstoffe, füge sie der Formel hinzu und voilà. Ultrajet. Für jede Kiste Zuckerbomben zahle ich 15 Kronkorken. Wie wär's? Ich versuche ihn nochmal zu überzeugen. Es hat beim letzten Mal nicht geklappt, aber ich versuch's nochmal. Für 30 Kronkorken sind wir im Geschäft. 15 für jede Zuckerbombe. Wollen Sie jetzt oder nicht? Hätte ja klappen können. Gut, Murphy, ich bin dabei. Gut. Machen Sie sich jetzt auf den Weg. Ich habe viel vorzubereiten. Das bedeutet jetzt, ja, wir können bei ihm Zuckerbomben abgeben und kriegen dafür... Kronkorken. Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Ja, ich weiß. Also keine dummen Ideen. Ich darf hier nicht klauen. So, jetzt muss ich mich ein bisschen verstrahlen lassen, denn durch diesen Weg hier runter... geht's weiter Richtung, La Familia. Und hier sind Meyerlurks. So. Dann quicksave ich doch mal. Um Abstürze etwas humaner zu halten, vielleicht. Sehr schön. Das ist jetzt natürlich keine Überraschung mehr, wenn hier Gegner auftauchen, wie gesagt, das weiß ich. Und diesmal falle ich auch nicht hierauf rein. Wir sehen hier ein Stolperdraht. Das entschärfe ich jetzt nämlich mal. Also den entschärfe ich.
So, und jetzt müsste ich hier das Granatenbouquet entschärfen können. Sehr schön. Das bringt mir zum einen 3 Granaten, zum anderen ein bisschen EP. Denn das hier ist die Verteidigungslinie der Familie. Die Minen waren beim letzten Mal nicht mehr da, aber die Bären fallen. Gut. Bin ich ja da wenigstens reingelaufen, ist ja auch was. Ist auch noch eine. So, ich glaube, hier hoch ist gar nichts mehr. Also ich weiß jedenfalls, dass ich da nicht lang muss, aber ich glaube, da ist auch nichts. Aber gucken tue ich mal. Ja, ihr habt ja schon gesehen, hier sind Fallen. Hat mir das gerade wirklich Schaden zugefügt? Ja, ich muss echt mehr auf diese Stolperdrähte achten. Das war jetzt zum Glück ja nur so ein Baseballwerfer. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt wirklich Schaden gemacht hat. Wenn, dann aber nicht viel. Und wo geht's hier hin? Nach draußen. Gut, nach draußen will ich natürlich nicht. Gucke ich noch einmal hier rechts rein. Ich möchte das Gebiet hier doch auch ein bisschen erkunden. Dafür bin ich ja hier. Ich weiß, dass der Eingang zu... Okay, ich brauche Sprengstoff 60, um diese Fallen zu entschärfen. Das ist wieder dieser Kinderwagen, wo das Baby drin heult, ob es eine Bombe ist. So, Bärenfallen entschärfen ist zum Glück einfach. Hier geht's auch nicht weiter. Dann kann ich jetzt nur hier oben gucken und dann gehe ich danach auch den richtigen Weg, den ich gehen muss. Ein Pfeil. Warum nicht? Bleirohre, Blechdosen, alles nutzlos. Okay. Da ist keine Mine explodiert. Das bildet ihr euch alles nur ein. Gut. Ja, die harmlose Falle auslösen ist in Ordnung. Ich verliere ein bisschen EP, aber das, damit kann ich leben. Wo ich nämlich eigentlich hin will, ist hier die Kurve entlang. Hier sehen wir auch wieder ein Stolperdraht. Der wird entschärft. Der hätte nämlich hier vorne die Gewehrfalle ausgelöst. Da ist einfach eine Kampflinte auf diesem Brett montiert. Könnt euch vorstellen, was passiert, wenn man das die Stolperfalle auslöst. Ja, ich krieg fürs Entschärfen nicht nur EP, sondern auch die Falle, also ja, die Flinte und ein bisschen Munition. Ich weiß nicht, warum es Mikrofusionszellen als Munition dafür gibt. Ich hätte ja Schrotmunition für sinnvoller gehalten. Für sinnvoller gehalten. Okay. Ja, da unten ist La Familia. Oder die Familie. Ich weiß gar nicht, ob woher das La Familia kommt. Hey, machen Sie mal langsam. Dieser Bereich ist für alle außer die Familie gesperrt. Wo zum Teufel wollen Sie denn hin? Ich guck mal. Also das letzte Mal hat dieser Sprachcheck hier geklappt. Ich muss da echt vorbei. Es ist sehr wichtig, dass ich finde, was ich suche. Na schön. Sie sehen ja eigentlich ganz harmlos aus. An Ihrer Stelle würde ich mit Vance reden, bevor ich mich umsehe. Sie finden ihn zumeist im Zwischenstockwerk, mit Blick auf den allgemeinen Bereich. Gut, ich muss los. Denken Sie immer daran, dass... Entschuldigung. Darf man fragen, was das soll? Ich tue doch gar nichts. Ich darf das Radio hier übrigens nicht ausmachen. Das würde als Kampf, also als Diebstahl gewertet. Wenn ich denen nur das Radio ausmache. Und dann sind hier plötzlich alle feindlich. Und ich möchte die diplomatische Lösung wählen. Und dafür muss ich hier in diese Metrostation. Wir erinnern uns, also diese Metrostationen sehen halt irgendwie alle gleich aus. Was natürlich auch nicht ganz unrealistisch ist. Ständig daran, dieses Land wieder zum Ruhm zu führen.
Das hier darf ich dann auch nicht ausmachen. Doch, das darf ich ausmachen. Also ich speichere mal, zum sicher zu gehen. Ja, das war erlaubt. Das da im Eingangsbereich ist aus irgendeinem Grund markiert als Diebstahl, wenn ich es auch nur ausmache. Willkommen in Miresti, Mensch. Dann rede ich mal mit Vance. Willkommen in unserem Zuhause. Meine Leute nennen mich Vance. Ich leite diese Gruppe erschöpfter Reisender und Ausgestoßener, die ein Zuhause brauchen. Welchem Anlass verdanken wir denn die Ehre ihres Besuchs? Dieser Ort ist so ganz anders als die Ansiedlungen, die ich bisher gesehen habe. Das hier ist die letzte Bastion der Hoffnung für die Unterdrückten und Missverstandenen. Es ist eine Zuflucht für die Unterdrückten und ein Signalfeuer der Zuversicht für die Tyrannisierten. Ja, lassen wir ihn mal weiterreden. Er scheint seine eigene Stimme sehr zu mögen. Wir sind die Überbleibsel der Gesellschaft, weggeworfen wie die abgenagten Knochen nach der Mahlzeit eines Jägers. Ich habe meine Herde unter den ausgetrockneten Sand des Ödlands geführt, um sie in Sicherheit zu bringen und ihr meine Lehren zu vermitteln. Wissenschaftler würden uns Kannibalen nennen, Menschenfleischfresser. Die Gesellschaft bezeichnet uns als Monster, Dämonen und Unreine. Sprache 48%. Dieses Gerede ist völlig unnötig. Ich weiß genau, was sie sind. Ich befürchte, dass das Wissen, das nötig ist, um unsere wahre Natur schätzen zu können, ihr Begriffsvermögen weit überschreitet. Das, woran sie glauben, heißt, dass sie bekehren diese Leute? Ihre Worte zeigen mir, warum meine Leute so viel erdulden müssen. Bekehrung impliziert, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Ich sehe meine Lehren eher als Verbesserung an. Einen Weg, um unsere kannibalische Herkunft zu überwinden. Wenn ich eingesehen habe, dass sie keine Kannibalen sind, wie nenne ich sie dann? Eine Aufgeschlossenheit wie die ihre ist unter Menschen eine große Seltenheit. Ich finde das faszinierend. Diese Einsicht möchte ich mit einer Lektion über Objektivität untermauern. Wir sind keine Kannibalen mehr, sondern trinken nur das Blut unserer Opfer. Wie würden sie uns denn dann sehen? Ich habe keine Ahnung. Dann ist dies wohl ein Rätsel, das sie selbst lösen müssen. In der Zeremonie müssen alle Familienmitglieder ein Gesetz zitieren. Es ist dann ihre Aufgabe, sich an die Gesetze zu halten und sie durchzusetzen. Vielleicht verstehen sie mit diesen Gesetzen, wer wir sind. Kommen sie zurück, wenn sie bereit sind. Gut, dann muss ich da wohl mal lesen, was deren Gesetze so sind. Ja. Also die trinken nur noch Blut, sie töten immer noch Menschen, aber sie essen sie eben eigentlich mehr. Das ist ja so viel besser. Ich muss ja sagen, das Einzige, was ich am Kannibalismus für fragwürdig halte, ist, dass man Menschen dafür töten muss. Und das tun sie immer noch. Die fünf Gesetze. Das erste Gesetz. Keinem Menschen Leid zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, egal. Ergötzt euch nicht am Fleisch, ergötzt euch nur am Blut, das ist unsere Stärke. Wir verzehren das Fleisch jener, die wir töten, nicht. Wir trinken nur ihr Blut und lassen ihre Körper unversehrt. Der Verzehr von Fleisch ist schmutzig und unrein. Es ist diese Tat, aufgrund der die Menschen uns wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind die Familie. Ja, ich glaube, es ist der Mord, weswegen ihr wie Tiere behandelt werdet. Das zweite Gesetz. Empfanget nicht das Kind, empfanget nur den Verbannten. Das ist unser Schicksal. Da wir in unseren Körpern den Makel unserer Vergangenheit tragen, dürfen wir diesen nie an unsere Nachkommen weitergeben, die ihrerseits diese schändlichen Taten vollführen und den Kreislauf von Neuem beginnen. Die Familie muss das Ödland zur Erhaltung seiner selbst nach anderen seiner Art durchstreifen. Das ist unser Schicksal. Okay. Oh, ja. Ich wollte ja noch drittes, viertes und fünftes Gesetz lesen. Das dritte Gesetz. Beköstigt euch nicht zum Vergnügen, beköstigt euch nur zur Erhaltung. Das ist unsere Würde. Wir töten Menschen nur dann, wenn wir hungrig sind oder uns verteidigen müssen. Wir jagen nicht zum Vergnügen, wir stellen keinen Kindern nach, denn sie wurden von den Absichten der Gesellschaft über uns noch nicht verdorben.
Die Familie toleriert das Morden nicht. Also schon, aber nur wenn man hungrig ist. Ich finde das ein bisschen dubios alles. Das vierte Gesetz. Suchet nicht das Licht der Sonne, begrüßet nur das Schattenreich. Das ist unser Schutz. Die haben so ein bisschen Vampir-Flair an sich irgendwie. Und Vance ist ja, wie man gemerkt hat, irgendwie so ein etwas esoterisch angehauchter Trottel. Da wir Wesen der Nacht sind, dürfen wir am Tage keinen Fuß setzen. Wir bewegen uns lautlos über das Land unter dem wachsamen Auge des Mondes. Bei Sonnenaufgang kehren wir in den Schutz der Schatten zurück, niemals mehr ihr Licht erhaschend. Die Finsternis ist der Schutz der Familie. Und das fünfte Gesetz. Tötet nicht einander selbst, tötet nur die Feinde. Das ist unsere Gerechtigkeit. Vor allen Dingen darf kein Mitglied der Familie das Leben eines anderen Mitgliedes ohne Bewilligung des derzeitigen Führers nehmen. Jene, die dieses Gesetz missachten und diese Freveltat verüben, werden für immer aus der Familie verbannt. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere eigenen inneren Dämonen uns dazu verleiten, einander zu bekämpfen. Wir sind nur wenige und dürfen unseren Untergang nicht riskieren. Gut, dann gucke ich nochmal was zum Arifu-Vorfall. Ein Vorfall wie dieser darf nie wieder vorkommen. Ich habe klar zu verstehen gegeben, dass wir in keiner Weise feindlich zu agieren haben. Die Tötung der Brahmi in der Stadt war eine Tat, die nicht nur unnötig, sondern möglicherweise auch schädlich für uns war. Ich habe es in der Stadt mit einer sehr delikaten Situation zu tun und lasse meine Bemühungen nicht durch Racheakte gegen die Menschheit untergraben. Unsere Zeit wird kommen, das verspreche ich euch. Vance. Und die Jagdgründe. Nahrungsgründe. Dies sind die gefahrvolle Zeiten für die Familie. Wir müssen uns ernähren, aber das Ödland ist ein bedrohlicher Ort. Der einzige Weg, ohne gewaltige Verluste zu speisen, ist es, sich den kleineren menschlichen Siedlungen zu nähern. Wir werden unsere Ziele daher mit Schleue und Unauffälligkeit erreichen. Niemand ist es gestattet, sich gewaltsam Zugang zu ihren Häusern zu verschaffen. Unser Handeln muss stets zivilisiert bleiben. Nur so sind wir nicht die Tiere, die sie in uns zu sehen glauben. Ihr bringt immer noch Menschen um. Ich kann das nicht verstehen. Aber gut, suchen wir Vance. Moment, habe ich denn jetzt eigentlich Blutsverwandtschaft ausgewählt? Ja. Steht der immer noch hier oben rum? Ne, er ist nach unten gegangen. Möchten Sie wieder mit mir reden? Ich glaube, ich verstehe jetzt, wer und was Sie sind. Wobei, nein, ich sage ihm einfach, ich bin auf der Suche nach einem jungen Mann namens Ian West. Ach ja, mein neuester Schützling. Was wollen Sie denn von ihm? Ich habe da einen Brief für ihn von seiner Schwester. Dann ist also ein Teil seiner menschlichen Familie noch am Leben. Dann ist es umso wichtiger, dass er weiterhin in der Isolation bleibt. Ian steht in seinem Leben an einem kritischen Punkt. Nach all dem, was in Arifu vorgefallen ist, ist er verängstigt und verwirrt. Ich wäre schlecht beraten, wenn ich Sie mit ihm sprechen lassen würde, während er sich entscheidet, was er tun möchte. Ja, es ist typisches Sektenverhalten halt. Solange er noch nicht indoktriniert ist, darf ihn keine andere beeinflussen, bis die Indoktrinierung gewirkt hat. Ach. Gut. Moment mal, was ist mit ihm passiert? Ian hat der Hunger auf Fleisch übermannt. Dieser Hunger hat ihn dazu getrieben, seine Eltern zu töten. Zum Glück habe ich in dieser Nacht eingegriffen. Er hätte um ein Haar jeden Hunger auf Fleisch für immer verloren. Das wäre eine gute Sache gewesen. Wollen Sie mir etwa sagen, dass Ian ein Kannibale ist? Ich sage Ihnen, dass man ihn nicht länger einen Kannibalen schimpfen wird. Er ist einer von uns geworden. Ein Angehöriger der Familie. Der Hunger, der uns antreibt, muss im Zaum gehalten werden. Das ist eine der schwierigsten Sachen, die wir den Leuten beibringen müssen. Ian hat die Kontrolle verloren, weil niemand da war, um ihn zu leiten. Seine eigene Familie war ihm fremd. Okay, ich versuche mal die Sprache 48%. Lassen Sie mich Ihnen diesen Brief geben. Mehr bleibt ihm nicht als Erinnerung. Ihre Worte beeindrucken mich, Mensch. Vielleicht habe ich Sie bei unserer ersten Begegnung falsch eingeschätzt. Wenn Sie mit Ihnen reden möchten, dürfen Sie das gerne tun. Hier ist der Code für den Bereich, in dem er meditiert. Gut. Monster. Übeltäter.
Ja, hör auf zu reden. So, wir werden uns dann nächste Folge zu ihnen begeben. Aber erst nächste Folge. Bis dahin, ja, tschüss und viel Spaß.